Madonna TV, die neue Frauen- und Lifestyle-Sendung. Jetzt auf OE24 TV. Wir freuen uns sehr, dass wir auch heute wieder mit dabei sind bei Madonna TV. Auf geht's ins Vergnügen, würde ich sagen, mit unglaublich spannenden Themen. Und Daniela Schimke, du hast mal wieder alle Themen für uns, alle Hotspots, und Cannes ist natürlich einer davon. Hallo Bianca, ja genau, richtig. Wir sind heute noch einmal in Cannes unterwegs. Wir zeigen die schönsten Roben der Amfergala. Das war ja wirklich grandios, muss ich sagen. Ja. Unter anderem auch mit Heidi Klum und Leni Klum, die dort für Furore gesorgt haben mit ihrem Auftritt. Heidi ist ja nicht immer so toll gekleidet, manchmal ist es sie polarisierter, aber in diesem Fall hat sie wirklich einen Volltreffer gelandet. Und ein richtig tolles, trotzdem Mutter-Tochter-Duo, muss man sagen. Absolut. Also die sind ja total sehr eng verbunden. Ja. 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 Und was die beiden wahrscheinlich auch oft machen, ist Sport. Oder, liebe Dani? Das, definitiv, das gehört natürlich zum Model-Business dazu, dass man einfach täglich sehr viel Sport betreibt. Und da haben wir ja auch einen ganz spannenden Gast. Ich weiß nicht, machst du Yoga? Nein, Yoga mache ich nicht. Aber ich alles andere. Ich habe Pilates schon probiert. Ja. Pilates finde ich toll. Yoga habe ich noch nicht so den Kick Die Muse gefunden. Vielleicht genau, wird sich das jetzt ändern. Wir haben die absolute Yoga-Expertin. Ich hoffe, ich werde überzeugt. Ich glaube schon. Ganz bestimmt. Ich hoffe, Sie auch. Victoria Lobas, schauen Sie mal. Bei uns wird es heute sportlich. Zumindest reden wir darüber. Keine Sorge, Sie kommen nicht ins Schwitzen, aber vielleicht bald. Mit Victoria Lobas, absolute Yoga-Expertin und auch Philosophie-Expertin. Hallo Victoria. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du bist ja schon unglaublich bekannt, unglaublich große Reichweite auch online. Und es ist ganz spannend, das ganze Themengebiet. Und ich habe geschaut, du hast ja unglaublich früh diese Leidenschaft entdeckt zum Yoga. Ich glaube sogar mit 12 Jahren, oder? Ja, das stimmt. Wie hat sich das entwickelt, dass du mit 12 gedacht hast, Yoga? Eigentlich fast untypisch, oder? Die meisten machen vielleicht Ballett mit 12 oder so. Und du hast gesagt, nein, ich mache Yoga. Ja, mein Papa hat Yoga gemacht und ich habe das immer beobachtet. Und irgendwann habe ich einfach mich dazu gestellt und habe mit ihm praktiziert. Und so habe ich angefangen. Und irgendwie dann ziemlich spät, also mit 20, bin ich nach Indien gegangen. Und ja, habe 3 Jahre in Indien gelebt und habe dort Yoga gelernt, gelehrt und auch die Philosophie. Und dann, als ich zurück nach Wien kam, habe ich Indologie an der Uni Wien studiert und jetzt vor kurzem, 2021, meinen Doktorabschluss in Philosophie mit Schwerpunkt auf Yoga-Philosophie gemacht. Unglaublich. Und das passt so gut, oder? Weil es muss ja wirklich Geist, Körper, Seele, alles muss eigentlich im Einklang sein, damit der Mensch sich gut fühlt, oder? Also man konzentriert sich meist vielleicht nur auf ein Gebiet, aber du umfasst wirklich das Ganze. Genau, das ist genau eben das Zusammenspiel. Welche aktuellen Trends, ist ja ganz spannend, wenn du auch in Indien warst und Co., welche aktuellen Trends kannst du derzeit eigentlich beobachten? Wie hat sich das vielleicht entwickelt beim Yoga? So, in den letzten 10 Jahren hat sich Yoga natürlich sehr viel entwickelt. Als ich angefangen habe, zu unterrichten, da waren die Stunden 90 Minuten, teilweise sogar 120 Minuten. Wir haben da praktiziert Hatha-Yoga, Ashtanga-Yoga, Shivananda-Yoga, Bikram-Yoga war auch sehr, sehr beliebt. Und im Moment sind die Stunden viel kürzer geworden. Das sind 60 Minuten, teilweise sogar 50 Minuten. Oder diese Lunch-Yoga, ich glaube, das hat eine Zeit lang gegeben, waren überhaupt nur 30 Minuten kurz. Und ich würde jetzt 3 aktuelle Trends irgendwie betonen. Erstens haben wir, nenne ich das so, Hybrid-Yoga. Ja. Das ist Yoga-Stil, also Yoga-Übungen, die wir auch eben mit unterschiedlichen anderen Trainingseinheiten kombinieren, wie zum Beispiel Yoga und Pilates. Wir machen Yoga-Stunde und integrieren Pilates irgendwie Übungen dazu, sogenannten Yoga-Lates. Es gibt auch Yoga mit Heat-Functional-Intervall-Training-Kombination. Das ist sehr beliebt in unserem Studio. Und es gibt auch zum Beispiel Yoga- und Tanz-Kombinationen. Also das wäre jetzt Hybrid-Yoga. Aber ich sehe auch eine sehr große Nachfrage auch bei uns nach so Klangschalen und Gong-Bass. Das ist eher ganz, ganz ruhig, ganz entspannt, meditativ. Und ich sehe jetzt einen großen Trend nach Breathwork, also diese Atemübungen. Okay, weil ich wollte gerade fragen, was das ist. Das heißt wirklich, dass man mit dem Atmen wahrscheinlich auch zur Ruhe findet, kann ich mir gut vorstellen, oder? Genau, man findet zur Ruhe, aber auch natürlich, also Luft ist die wichtigste Quelle vom Leben. Ja. Ohne Luft können wir ja nicht leben. Und wenn wir die Atemübungen machen in unterschiedlichen Formen, hören wir natürlich diesen
also diese Lebensenergie. Ja. Man muss sagen, ich habe das einmal ausprobiert vor Jahren. Ich bin leider sehr unsportlich und ich dachte mir, das wird so entspannend sein, weil alle reden wie entspannend. Aber ich bin, weil man so unsportlich ist, muss man schon mal reinkommen. Ich glaube, die Atemübungen, ich war dankbar, dass ich atmen konnte. Aber man kommt dann sehr schnell rein, oder? Also ich kenne viele, die können dann ohne Yoga gar nicht mehr leben, nämlich. Das ist das Spannende. Ja, das stimmt. Man wird süchtig. Ganz spannend. Jetzt ist es ja so, dass es nicht nur ein Sport ist, es macht ja auch unglaublich viel mit der Gesundheit. Was hast du da gemerkt, welchen Einfluss das auf die Gesundheit hat? Wir kennen natürlich alle Vorteile, schon so die Vorteile von Yoga sind sehr bekannt. Auf physischer Ebene natürlich Dehnung, also die Muskeln, die Gehirn gedehnt, damit die Gelenke gut funktionieren. Yoga baut auch, also auf physischer Ebene baut sehr, sehr gut die tiefere Muskulatur auf und bringt eigentlich alle Muskeln in Tonus. Auf die mentale Ebene natürlich, da sind eher die Vorteile für, also wie Stressreduktion, wir haben auch Schlaf, also Verbesserung von der Schlafqualität. Ich würde aber sehr gerne was anderes betonen, und das ist eben diese Pause, die wir während der Yogastunde bekommen. Und genau, und das unterscheidet uns, also unterscheidet Yoga ein bisschen von den anderen Sportarten, weil genau während dieser Stunde kriegt man diese Pause von der Welt. Man zieht sich zurück und wie ich immer sage, man schafft so ein Vakuum, wo keine äußere Welt existiert. Und man schaut, dass der Geist, der den ganzen Tag da draußen verbringt, kommt endlich mal zurück. Also zu dir, zu mir, nach Hause, in mich hinein. Und genau da, so wie du sagst, passiert diese Verbindung, diese Vereinung, weil mein Körper und mein Geist sind genau hier, in diesem Raum, wo ich jetzt mich befinde und in diesem Moment, eben jetzt. Und ich glaube, dieses Gefühl ist für uns so wichtig und deswegen fühlen wir uns auch so gut danach. Und das klingt jetzt schon so schön, nur wenn ich dir zuhöre. Ja? Ich bilde mich ein, ich sitze in deinem Kurs und bin in dieser eigenen Bubble. Das ist eben absolut richtig. Ja? Und ein weiteres Thema, gerade was einen draußen oft belastet, ist ja das Thema Kinderwunsch, gerade bei Frauen. Und auch da, ganz spannend, Yoga kann auch da tatsächlich helfen bei der Fruchtbarkeit. Wie funktioniert das? Ja, das Thema ist extrem interessant. Ich habe mich jetzt sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Es ist so, dass die Frauen natürlich, die Kinderwunsch haben, fühlen sich oft sehr alleine. Und der Arzt sagt einfach, stressen Sie sich nicht. Der Mann sagt, stresst mich bitte nicht. Und die ganze Familie wartet, bis es endlich soweit ist. Und der ganze Fokus von einer Frau liegt einfach da draußen. Und auch natürlich sehr stark auf Erfolg oder Misserfolg gerichtet. Mhm. Und bei Yogastunden, also Fruchtbarkeits-Yoga, so nennen wir das, ist diese Aufmerksamkeit von außen, von diesen Ergebnissen, von Erfolgen, Misserfolgen, richten wir die Aufmerksamkeit nach innen und versuchen, Fokus hineinzubringen und das beste Zuhause für das Baby zu schaffen. Mhm. Das heißt, dann die Frau ist nicht so sehr fokussiert auf, eben wie schon gesagt, die Ergebnisse werden, sondern wie mache ich das, also mein Körper ist zu Hause für mein Baby und wie schaffe ich das Beste drinnen? Also deswegen, Fruchtbarkeits-Yoga hilft sehr stark, eben Stress zu reduzieren, bereitet auch die Mädels auf die künftige Erfolge oder eben Misserfolge. Mhm. Die Studien beweisen, dass die Frauen, die Fruchtbarkeits-Yoga machen, die Misserfolge viel besser bewältigen. Dann natürlich rein auf die physische Ebene Aufbau von dem Beckenboden und auch Durchblutung für die Fortpflanzungsorgane. Es ist auch ein sehr großes Vorteil, dass Yoga dadurch, dass sie Parasympathikus aktiviert, es ist ein Teil vom Nervensystem, das für die Entspannung und Regeneration verantwortlich ist, das reduziert auch sehr stark die Entzündungen im Körper, was auch ein sehr großes Thema für die Schwangerschaft, also künftige Schwangerschaft werden könnte. Und natürlich ganz hormonelles Gleichgewicht im Körper wird durch Yoga sehr stark. Wir könnten das, glaube ich, noch stundenlang darüber unterhalten. Das ist so ein breit gefächertes Gebiet und du bist so eine absolute Expertin. Ja. Ja. Mit so einer Leidenschaft, das spürt man richtig voll schön. Wenn man jetzt sagt, ich würde sehr gerne zu dir gehen. Ja, ich glaube, im 19. Bezirk hast du ein Studio. Mhm. Also das Studio ist im 19. Bezirk, in Grinzing. Und wir haben Gruppenstunden, sehr, sehr viele private Stunden und kommt vorbei, oder? Auf jeden Fall. Für eure kleine eigene Bubble, was auch immer dann daraus wird oder für welchen Lebensbereich man das eigentlich gerade gerne möchte. Das stimmt. Und ich glaube, wir beginnen jetzt mal mit dir.
Ja, sehr schön. Sehen Sie, ich schwitze schon. Ich würde sagen, guter Moment, um wieder zurückzugeben ins Studio. Victoria, ich bedanke mich ganz herzlich. Dankeschön. Danke. Ja, wow. Man ist sofort motiviert. Ja. Aber wir haben in Madonna in der aktuellen Ausgabe auch einen ganz tollen Sportmotivationsguide. Da kann man sich auch nochmal Inspirationen holen. Und der hat mich jetzt dann auch noch mehr motiviert, noch mehr zu machen. Also du glaubst doch, ich werde mich besser, weil du so rüber schaust zu mir. Natürlich. Wir geben die Hoffnung überhaupt nicht auf. Der Sommer ist eh schon da, aber vielleicht geht sich noch ein Kilo aus. Das wäre sehr, sehr schön. Dani, du triffst ja immer wirklich unglaublich viele Leute, ganz klar. Und wie findest du, sind sie eigentlich beruflich so aufgestellt? Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene neue Wege, die bestreiten, oder? Ja, es ist natürlich gerade in der Schauspielerei, es ist ja nicht immer so einfach. In Österreich, das ist kein so einfacher Markt in der Film- und Fernsehbranche. Da gibt es mal mehr Aufträge, mal weniger. Manchmal können sich die nicht erretten vor Aufträgen. Und dann wieder Phasen, wo sie wirklich Stehzeiten haben und natürlich auch Geld verdienen müssen und auch irgendwie sich breiter aufstellen müssen. Und ich finde das ganz toll. Es gibt mittlerweile viele Schauspieler, die im Coaching-Bereich was machen, aber auch die natürlich unter die Autoren gehen. Mhm. Und da hatten wir eine ganz bekannte, hier unglaublich sehenswerte Schauspielerin. Sie kennen Sie bestimmt, Constanze Breit-Ebner, und sie geht jetzt tatsächlich unter die Krimi-Autoren. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie heute da ist. Wahrscheinlich muss ich sie Ihnen gar nicht vorstellen. Publikumsliebling, absolutes Multitalent, ja, Constanze Breit-Ebner, grüß Gott. Hallo, guten Tag. Freut mich sehr, Sie sind eine unglaublich erfolgreiche Schauspielerin, ja, Drehbuchautorin, und jetzt feiern Sie auch noch Ihr Debüt als Krimi-Autorin. Yeah. Wir sehen da auch schon das Buch Tod auf der Unterbühne. Eigentlich eine persönliche Liebeserklärung ans Theater, habe ich gelesen. Wie versteht sich das? Naja, ich habe mir immer schon gewünscht, was über das Theater schreiben zu können, weil ich es liebe, weil ich die Welt liebe und die Kollegen und das Ganze drumherum. Und jetzt habe ich die Gelegenheit ergriffen, dass halt mein Krimi dort spielt. Und die Unterbühne ist für mich ein magischer Ort in jedem Theater. Ja. Das ist einfach großartig. Und deshalb, ja, habe ich mich bemüht, das so mit so viel Liebe zu schreiben, wie ich dort eben gerne arbeite. Ja. Was macht das für Sie so magisch, dass man sich als Leiter das vorstellen kann? Was geht da eigentlich hinter den Kulissen so ab? Was passiert da, was wir alle nicht sehen? Naja, also ich würde jedem raten, einmal während einer Vorstellung auf der Unterbühne zu sitzen, weil dort geht es meistens richtig ab. Ja. Da wird umgebaut, da rennen die Schauspieler durch, werden umgezogen, umgeschminkt, Perücke drauf und gehen wir wieder. Oder sie springen auf die Hebebühne, zack, werden hochgefahren. Und das Ganze muss natürlich lautlos passieren, weil 2 Meter über dem Kopf die Vorstellung läuft. Und das ist jedes Mal faszinierend. Mhm. Ja. Was hat Sie überhaupt dazu bewogen, zu sagen, ja, ich gehe jetzt unter die Krimi-Autorinnen? Das war schon meine Lektorin, also unter Verlag. Ja. Das hat eine längere Geschichte. Ich hatte einen Stoff einer Filmfirma angeboten, die haben den dann irgendwie doch nicht gemacht, aber sie wollten ein Buch machen. Und ich habe irgendwie gesagt, boah, jetzt ein abgelegter Stoff noch einmal. Und dann haben wir geblödelt und ich bin auf den Krimi gekommen und aufs Theater. So ist das entstanden. Herrlich. Auch eine sehr kreative Familie, oder? Mhm. Ihr Mann ist ja auch Drehbuchautor. Ja? Ja. Wie viel sind Sie da im Austausch? Wie viel haben Sie vielleicht da auch zusammen gesprochen, um zu sagen, soll man das so machen oder so? Also als Drehbuchautorin bin ich sehr im Austausch mit ihm. Also er ist mein erster und schärfster Kritiker und auch mein Lehrmeister, weil er hat einen Bombenerfolg gehabt, bevor ich überhaupt angefangen habe und hat mich vieles gelehrt. Dieses Baby hat er erst aus der Druckerei gekriegt. Wirklich? Ja, nicht so nichts. Wie haben Sie das geschafft, nicht auszuplaudern? Ich war irgendwie so beschäftigt in dieser Welt und ich habe eine tolle Lektorin, mit der ich mich sehr ausgetauscht habe, und irgendwie ging es dann so, plötzlich ist dieser Ehrgeiz entstanden, das mache ich jetzt ganz alleine. Herrlich, finde ich sehr gut. Übrigens, es gibt ein absolutes Lesezuckerl, denn wenn man ein bisschen Einblicke bekommen möchte, das kann man nächste Woche sehr gerne tun, nämlich am 4. Juni, da gibt es eine kleine Lesestunde. Ja, in der Thalia Buchhandlung in der Landstraße, war ich gerade dort und habe mir den Raum angeschaut, das gefällt mir gut, ich glaube, das wird sehr schön und da kann man einfach hinkommen und zuhören. Ja, das finde ich sehr gut. Ich finde, das ist sehr, sehr spannend. Auch spannend ist ja auch immer die Rolle der Mutter. Kommen wir ein bisschen aufs persönliche Leben von Ihnen. Und Sie sind auch schon stolze Großmutter. Ja, ich habe vorher schon ein paar Fotos sehen dürfen. Ja, wunderschöne kleine Maus, ganz herzlich. Wie sehr inspiriert Sie das Thema Familie? Und wie schwer, finden Sie, ist es manchmal doch in der heutigen Zeit, vielleicht auch für junge Mütter, Karriere und eben Familie unter den Hut zu bekommen? Ja, das wird ein ewiges Zerreißen bleiben, glaube ich. Weil man natürlich beim Kind sein will, auf der anderen Seite, meine Tochter ist Managerin, also die arbeitet voll.
sehr erfolgreich und das ist natürlich wichtig und macht stolz. Es kommt schon darauf an, dass die jungen Männer heutzutage anders sind. Mhm. Die machen mit. Ich hatte das Glück, mein Mann hat mehr als die Hälfte gemacht. Also ich war besonders, wie die Laura, meine Tochter, sehr klein war, hat er die Hauptlast getragen und ist mit ihr unterwegs gewesen, während ich am Traumschiff oder sonst irgendwo gedreht habe. Ja, das war trotzdem auch, hat es mich zerrissen. Trotzdem habe ich manchmal gesagt, ich will sofort nach Hause, ich will sofort. Ich glaube, das wird schwer sein, immer. Aber je besser die jungen Eltern zusammenarbeiten und je selbstverständlicher das ist, weil die Männer würden ja was verpassen. Das habe ich nie verstanden. Also diese Beziehung, die meine Tochter zu meinem Mann hatte, ja, das war so eng und so stark. Da bin ich manchmal daneben gestanden und war eifersüchtig, weil die so cool waren miteinander. Also jeder Mann, der das verpasst, tut mir leid. Ja. Man sagt auch vor allem, oder Vater und Tochter, was ganz eng ist, oder? Mhm. Muss man auch sagen, ganz erste Liebe natürlich auch. Ja, natürlich, also wenn das natürlich stabil ist, ist es wunderschön. Ja, also ich, wie gesagt, das würde ich jedem raten, das wirklich intensiv mitzuerleben. Ja. Merken Sie bei der Kleinen jetzt auch schon ein Schauspieltalent? Oh ist ja. Ist da schon was durchgekommen? Wie alt ist sie für alle Zuseherinnen? Sie ist 3,5, ja. Eine Kleine. Und die, wenn sie was will, dann legt sie sich ins Zeug. Ja? Und das, ihr schärfster Satz ist jetzt, wie gesagt, Luna, du musst das machen, jetzt aufräumen und so. Ja. Nein, sagt sie dann. Und dann sage ich, warum? Sagt sie, wenn man nicht will, dann will ich nicht. Herrlich. Also ich finde, das ist sehr gut. Also eher schlecht für die andere Seite, aber für sie sehr gut selbstbestimmend, oder? Wenn ich dann noch sage, ja warum nicht, sagt sie, das ist geheim. Herrlich, finde ich. Das merke ich mir. Ganz, ganz witzig. Da sind Sie ganz lieb, vor allem mit dem Alter. Ja? Ja. Wenn Sie so zurückblicken, auch unsere Zeit wird gar nicht reichen, ja, Ihre Erfolge da vielleicht auch aufzulisten, aber Paradies in den Bergen war ja auch eine unglaublich aufsehenerregende Premiere. Ich glaube, ich habe gelesen, da gab es ja um die 7 Millionen Zuseher in Deutschland, 1 Million in Österreich. Ja. Muss ja ein Wahnsinn gewesen sein. Ja? Sind das so die Momente, an die Sie jetzt auch noch sehr gerne zurückdenken? Ja, vor allem, mir war damals nicht bewusst, dass das meine Währung ist. Ja? Also ich habe einfach, es war mir wichtig, einen schönen Film zu erzählen. Und das war auch nicht so einfach, weil es mein erster war und ich sehr wenig noch wusste vom Handwerk, mich da richtig reinarbeiten musste. Und dann kamen die Anrufe, wow, gratuliere und so. Dann habe ich erst verstanden, dass das meine Währung ist, dass ich danach bemessen werde, nicht ob der Film gut ist, sondern erst Quote. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und hab sie gehalten. Sehr gut, das kann man wirklich nur so sagen. Ja, Frau Breitebner, ich würde sagen, es geht sehr spannend weiter. Glauben Sie, werden weitere Bücher folgen? Ja, also Stoff gäbe es genug. Ja. Ich habe absichtlich Sommertheaterzeit gewählt, weil wir ja so wahnsinnig viele Sommertheater haben in Österreich, großartig, vor allem in Niederösterreich, rundherum von Wien. Und da gäbe es viele Locations, die ich noch gerne aufnehmen würde. Und den nächsten Mord weiß ich schon. Oh, das heißt, Fortsetzung folgt. Ja. Ich hoffe, auch hier werden Sie dann wieder bei mir sitzen im Studio. Sehr, sehr gerne. Würde ich mich sehr freuen. Absolute Powerfrau. Ja. Vielen lieben Dank, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Also hier, wie gesagt, Tod auf der Unterbühne. Eigentlich eine Liebeserklärung ans Theater. Lesen Sie sich selbst rein und kommen Sie vor allem zur Lesestunde dann nächste Woche. Das Buch wäre ja eigentlich auch sehr, wenn man jetzt mal Zeit hat, ein bisschen sich entschleunigt, in den Urlaub fährt, oder? Dass man einen Krimi liest, weil herrlich. Die Urlaubssaison, die startet. Es gibt keine schönere Zeit zum Lesen als die Urlaubszeit. Und da überlegt man ja jetzt schon, also vielleicht Sie auch und ich auch, was man eigentlich einpackt im Koffer und was braucht man eigentlich nicht, oder? Das ist immer die große Frage, man nimmt viel zu viel mit. Aber da hast du die neuesten Trends für uns. Ja, die werden jetzt in der nächsten Ausgabe, dann werden wir die präsentieren, die Trends für die Holidays. Summer Holiday Fashion, Festival Fashion, wirklich tolle Kleider, luftig, blumig, in den schönsten Farben, wirklich zu empfehlen. Ich kann es mir schon richtig vorstellen. Also ich würde sagen, seien Sie mit dabei, mit uns, wenn es wieder heißt Madonna TV und natürlich das Madonna Magazin. Und damit noch ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende.